Und damit herzlich willkommen zurück zu Rocket Bird Hardboiled Chicken. Okay, einzelne Gegner sollten wir ruhig mit der Shotgun bekämpfen, die ist echt gut. Aber so mehrere hauen wir einfach mit der Uzi weg. Sehr gut. Jetzt holen wir uns mal ganz kurz hier das Leben und so. Und die Munition. Und dann geht das doch gleich viel besser. Sehr gut. Nein, nein, nein! Really, nigga? Ah. Der hat das Ding gekriegt. Ah, okay. So kriegt man die Teile also. Ha, ich konnte nicht mal zurückrollen. Assi, ey. Okay, besser die Waffe haben. Dann kann man nämlich notfalls nochmal zurückrollen. Warte. Nein. Schnell mal zurückrollen. Ich verstehe manchmal auch nicht, warum einfach noch einer von hinter mir kommt, weil irgendwie hatte ich ja eigentlich schon... alles gekillt hinter mir. Eigentlich. Lass mich raten, das ist ja alles voll. Nein, nicht mal, okay. Gut. Dann bin ich nicht ganz so wütend. Schon wütend? Guck mal, da ist wieder einer. Mistfotze. Sehr gut. Ich rolle übrigens gerne, weil das schneller ist, gefühlt. Sehr gut. Oh Gott, und dass die Parts so kurz sind, ist ein bisschen stressig, allerdings auch total geil zum Aufnehmen, weil man so richtig viel schafft. 6 Parts in einer Stunde ist echt eine gute Leistung. Wenn man überlegt, dass ich bei anderen Projekten nur 2 schaffe, gegen den Kingdom Come Deliverance zum Beispiel. Idiot. Das ist wieder unglaublich leise. Okay. To Albatropolis, hard-boiled chicken. You disappoint me. This was too easy. Still wearing the black star, I see. You make it sound like a bad scene. But enough talk. You have the rest of your life to talk. But if you don't feel like talking, I will make you talk. Ah, er will uns quälen. So I
Greetings. I hope you have a good rest. My name is Bud. Gott, wer bist du? Ich bin Teil des Aufstandes. Resistance, Aufstand? Ach, keine Ahnung. Mhm. Okay. Okay, ich habe kein Wort von dem verstanden, was du gesagt hast, allerdings konnte ich es lesen, danke. Use my brain bugs to get out of here. You can control Penguin with the brain bugs. Use as many as you want. Good luck. What the fuck? Ich verstehe jetzt noch nicht ganz. Ah, jetzt bin ich der, okay. Chapter 5. A Captive Mind. Hä, hey, Freunde. Ibeams, der Ed. Heiß ich Ed? Ich glaube, ich heiße Ed. Hehe. Wow, der kann extrem weit springen, Alter. Okay, ich kann mit dem nichts aufheben. Okay, keine Ahnung, warum ich mit dem nichts aufheben kann. Vielleicht lässt der Hirnkäfer das nicht zu. Warum schießen unsere Freunde überhaupt uns? Die können doch gar nicht wissen, dass wir Gegner sind. Okay. Okay, ich würde sagen. Hardboiled Penguin. Time to get to work. First, return back in your normal self. Cool! Super. Achso. Ich grab das to the town chambers. Okay. My brother will be right there. Okay, okay, okay. He will show you the way. Okay, cool. Sehr gut. Kommst du nicht mit, Brudi? Oh, ich dachte irgendwie, dass es nach oben geht, ehrlich gesagt. Wieso geht es nicht nach oben? Ich meine, der Aufzug ist doch ganz offensichtlich da. Ah, jetzt, okay. Out of order. Habe ich hier nicht einen Weg geöffnet? Weil ich muss ja irgendwie noch... Da oben lag doch eine... Achso, ich kann wahrscheinlich jetzt die Kiste von unten holen. Und, ja. Safe, oder? Klar, anstatt dass ich die mit dem scheiß Hähnchen, mit dem scheiß Pinguin mitnehmen konnte. Nein, ich muss nochmal nach oben fahren, danke. Danke dafür. Dummes Pinguin. Ganz dummes Pinguin. Ja, der Pinguin kann weiterhüpfen, glaube ich. Naja, der kann genauso weiterhüpfen, oder? Ach, ich weiß es echt nicht. Hallo, rote Karte. Schade, dass man nicht gleich so weit hüpfen kann. Dupdi-dupdi-du. Ich finde es gut, dass hier die ganze Zeit rumgeschrieben wird, wie bei Kirschi im Knast.
Achso, wenn ihr übrigens ein lustiges Let's Play von Prison Architect sehen wollt, dann guckt bei Kirschi rein. Er spielt das gerade sehr lustig. Und mit sehr lustig meine ich, er versteht nicht, warum seine Wachmänner mehr Kohle, also kleiner Spoiler, er versteht nicht, warum seine Wachmänner keinen Bock haben, für ihn zu arbeiten, genervt sind von der Arbeit, obwohl irgendwie am ersten Tag 1000 Leute draufgegangen sind. Also, ja. Blaue Karte? Hä, wie komme ich jetzt an eine blaue Karte ran? Also nur noch mal kurz festzustellen, hier oben gibt es keine Option für eine Karte. Okay. Ne, hier gibt es auch keine Option für eine Karte, hä? Okay. Wäre das ganz hinten gegangen oder was? Habe ich mir das nicht genau angeguckt. So. Ich verstehe gerade nicht ganz genau, warum ich diese rote Karte jetzt habe. Bin ich einfach nur dumm? Warte mal. Da oben habe ich die gefunden. Richtig? Richtig. Und hier unten war nur das Klo. Ja. Okay. Ich glaube, das soll übrigens eine Motorsäge im Hintergrund sein. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, warum ich eine rote Karte habe. Weil hier kann ich überall nicht rein. Und hier war nur der Knopf, der die Tür geöffnet hat. Der Fahrstuhl ist out of order. Nein. Der Fahrstuhl ist out of order. Mit dem Typ schnacken können wir nicht. Hier gibt's nichts. Hä? Warte mal, wir nehmen mal die Kiste und schieben die nach da oben. Vielleicht können wir dann irgendwo hinspringen. Das war dumm. Weil hier brauchen wir eine blaue Karte. Genau. Die habe ich nicht. Ich bin jetzt gerade wirklich komplett verwirrt. Ich denke, wir müssen da oben hin mit dem Teil. Hallo. Nicht Shift. Ups. Hallo, ich drücke Shift. Ah, okay. Top notch. I got a huge dump. Ah, okay. Sehr gut. Ja, wir werden krank, Junge. Über was möchtest du denn mit mir reden? Psst. Okay. You've got your to get yourself in there. I'll show the way out. Okay, weißt du was? Der wundert sich auch einfach überhaupt nicht.
Okay, es war vielleicht nicht mehr eine schlaue Idee. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir keine Waffe haben. Sehr gut, also... Hallo. Die sind hier drin übrigens verdammt stark. Ja, ja, das hast du schon erzählt. Komm, ich hol kurz den Scheiß. Ich denke, der ist unten irgendwo. Die Musik ist übrigens immer noch ultra laut. Das kotzt mich übrigens gerade extrem an. Und ich weiß echt nicht warum. Also irgendwie kann man das Spiel nicht vernünftig einstellen. Das ist der Kackfahrstuhl, der nicht gleich bis unten durchfährt. High Risk Detraces? Sehr gut. Ich finde auch gut, dass die ganzen Überwachungskameras das hier überhaupt nicht stört. Death Row Execution Area. Ha, Payback. Wir lassen natürlich erstmal unsere ganzen Freunde raus. Free us all, we'll help you. Da das alles vernünftige Vögel sind, helfen wir denen natürlich. Das sind hier gute Leute. Execution Area. Ich finde es auch gut, dass wir keine Waffe von denen aufheben können. Ah, ich bin tot, okay. Upsi. Hab ich nicht verstanden. Oh Gott, ich nehme 17 Minuten auf. Ich schneide den Padawan zwei Helfen. Dafür sollte Zeit sein eigentlich. Dafür sollte eigentlich Zeit sein. Ja, ich helfe euch gleich, okay? Einen Moment. Lass mich ganz kurz mal gucken, ob man die hier übernehmen könnte. Schau mal nicht, okay. Also ich muss die sowieso befreien. But not anymore. Habe ich jemals für den gearbeitet? Freiheit. Ich will aber nicht, dass ihr für mich sterbt. Ihr seid gute Jungs. Free us all, we'll help you. Habe ich. Jetzt helft mir mal. Komm, lauf, 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 lauf. Ich möchte aber wirklich nicht, dass ihr euch in den Tod stürzt für mich, ne? Okay, das funktioniert so nicht. Aber ich würde sagen, das nächste sehen wir dann im nächsten Part, der nicht zufällig 20 Minuten geht, den ich gecuttet habe, wodurch ihr einfach so einen Schnitt hattet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!